mit dem Regenschirm. Schau mal, komm mit runter. Hallo die Herrschaften, falls irgendjemand nicht weitergehen kann, weil es regnet. Ich hätte einen Schirm und würde sie irgendwo hinbringen, falls das was hilft. Das funktioniert also nicht, sonst würden wir gern mit Ihnen mitkommen. Darf ich dich ein Stück begleiten mit meinem Schirm, dass du nicht nass wirst? Ja. Was isst denn du da? Vom Grillrunner, so eine Wurst hier. Hallo Kollege, auf Damenbesuch warten Sie? Ja, ja. Aha. Warum haben Sie Ihren Schirm? Den Schirm denn gar nicht auf? Soll ich sie unter meinen nehmen? Nee. Naja, aber ich werde es ertragen. Ich habe ja schon Erfahrung mit Damen. Ich bin ja nicht ganz so grün. In wessen Auftrag fragen Sie denn? Frank Elstner. Frank Elstner? Ja, der Frank Elstner? Der Frank Elstner. Oh, Sie haben ja einen riesengroßen Schirm. Wollen wir einen Schirmvergleich machen? Ich kann ja meinen drüber machen. Ja, das ist gut, dann wird meiner nicht nass. Trockenen Fußes über die Ampel geleiten mit dem Schirm. Doch, ich renne da nebenher. Ich bin ja schon ganz nass. Ja? Und ich muss mich wirklich beeilen. Ich muss zum Amtsgericht. Okay, dann los! An meinem ist allerdings noch eine Kamera dran. Oh, an meinem nicht? Tja. Meiner ist auch aus dem Hotel. Echt geklaut? Ja, die Einzelheiten möchte ich lieber verschweigen. Nicht, dass ich hier am Bildschirm noch Details ausplaudere. Mhm. Zum Amtsgericht, was machst du da? Ich muss schnell was abgeben für einen Kumpel von mir. Ja, das ist ja unser Fernsehturm da oben. Den wollen wir auch mal sehen. Moment, da müssen wir ausgeben, die Kamera hin. Oh, hoppla! Das regnet ja so wenig. Ach so? Wenn man so geradeaus guckt, sieht man den Regen gar nicht. Nur wenn man hier auf nasse Flächen guckt. Und man sagt ja immer, wir sind ja nicht aus Zucker, ne? So ist es. Ja. Wir sind sogar Gartenbesitzer und insofern gefällt uns der Regen auch. Ja, aber einen Schirm einfach mitnehmen und in der Hand tragen, ist auch nicht so praktisch. Und ich habe extra einen gelben gekauft, damit ich den nicht vergesse. Was war Ihre Frage? Also, da braucht man weniger gießen, außerdem füllen sich die Regentonnen und da spart man wieder Wasser. Also, Sie sind ja ein Grundoptimist, kann man sagen. Naja, muss man ja auch in der heutigen Zeit. Also auch Leute, die über große Hitze schimpfen. Mhm. Im Winter haben Sie ja erwähnt, weil es so kalt war. Ja. Man kann es denen nie recht machen, ne? Die haben jetzt am nächsten Tag schon die Gelegenheit, um Rehen zu laufen. Ne? Wie unfair seid ihr denn? Euch selber einen Schirm und der Hund nicht? Hey, runterkommen. Nee, Moment, ich mach das. Komm, schau, wir gehen unter den Schirm, stimmt's? Wenn man pessimistisch wäre, das hält man ja gar nicht aus. Also, das stimmt. Soll ich nur jammern über die vielen gesammelten Daten der Amerikaner, der Briten und von unseren Geheimdiensten, wollen wir gar nicht reden? Wie ist es so als Hund? Unser Hund liebt reden. Das Wetter ist so, wie es ist. Ja. Und das kann man gar nicht ändern, es hat einen Vorteil. Mhm. Aber ich möchte mit dem Hund reden, weil du keinen Schirm hast. Schau, hast du vier Pfoten und keiner frei zum Schirm halten, oder? Nein. Und Sie machen das Beste draus, Sie warten auf Frauen. Wir warten auf die Frauen, oder? Ja. Wollen Sie Frank Elstner grüßen vielleicht? Der sieht's nämlich. Na ja, schönen Gruß. Und ich kann mich kaum noch an die Sicht erinnern. Echt? Echt. Wie gesagt, ich habe den Schirm schon mal liegen lassen. Da vergisst man auch Frank Elstner, wenn man seinen Schirm vergisst, ne? Das fällt mir nur auf, wenn ich rausgehe und dann regnet plötzlich. Ne? Ja. Dann filmen wir jetzt die Funktionsjacke einmal ganz außenrum. Ja, das ist ja toll, was der Frank Elstner für Kameras hat. Nee, das habe ich erfunden. Ach. Ja, aber er findet es auch gut. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Tschüss. Viel Spaß noch. Tschüss. Ja. Okay, meine Hose rutscht. Danke, tschüss. Also falls jemand irgendwo hin möchte, Angebot steht noch, ich bringe sie mit dem Schirm. Nee.